Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Wir sind ja immer noch in Nibelheim und wir sind so gut wie fertig in Nibelheim und wir haben nur noch ein paar Sachen zu erledigen. Da hinten ist eine Lebensquelle, die habe ich aber schon. Und ich habe mir gedacht, wir machen noch die Proto-Substanz-Quest, ne? Und ich habe das Gefühl, hier geht's weiter, weil da ist ein Haufen Schwarzkutten, die alle fertig sind für irgendwas. Und ja, keine Ahnung. Ja, mal Proto-Substanz. Danach haben wir noch das eine Monster. Ich habe das Gefühl, das machen wir erst, wenn ich hier fertig werde, ne? Heute noch. Mal gucken, wie lange das hier dauert. Ne? Die letzte Proto-Substanz-Quest hat ja ein bisschen gedauert, weil die halt so schwierig war. Die Schwarzkutten scheinen jetzt hier ein Ziel zu haben. Folge ihnen und finde heraus, wohin sie laufen. Im direkten Teil eines Schwarzguts steht, kannst du sie im Zaul auch etwas anstupsen? Also sollen wir ihnen hinterher trotten? Du hast Chadley doch gehört. Finden wir heraus, wohin sie laufen. Irgendein Ziel müssen sie ja haben. Müde? Klar, bei dem Lauftempo. Renn doch vor und sieh dich um. Aber nicht aufbüchsen. Warum soll ich das machen? Aus dem Tal raus sind, behandeln mich alle wie ein Kind. Na, jetzt gehen sie in V-Formation. Soll ich denn ihr Geleitschutz geben oder was? Oh Mann. Und was für eine Mission. Oh Gott. Ja, genau, die letzte Proto-Substanz-Mission war ja hier mit Chadley, mit den Robotern. Die hat jetzt hier nicht so, weil er nicht. Die hat jetzt hier, weiß ich nicht. Ja, du gehst mal alleine rein. Aber ich weiß nicht, wo du hingehst. Aber wenn die voneinander getrennt werden. Was ist los, Leute? Wartet. Können die eigentlich irgendwas? Boah. Also nicht, dass ich ja Geleitschutz für die machen muss. Ziemlich schwach. So merkwürdig. Alles, was ich machen muss. Weg entlang, vor allem und jedem beschützen. Versuchen können wir es. Was meinst du? Was geht in deren Köpfen vor? Gar nichts. Keine Ahnung, vielleicht denken sie an die Protosubstanz. Ich bezweifle, dass sie überhaupt wissen, was sie tun. Und vermutlich ist das für sie auch besser so. Stimmt, bei allem, was sie so durchgemacht haben. Sie wirken wie Tiere, die nur noch ihrem Instinkt folgen. Ah, diese verfluchten Shinra-Schweine. Kannst du laut sagen. Leute. Leute, geht mal ein bisschen schneller. Kann ich nicht direkt festhalten oder irgendwie so die ganze Zeit. Gott, ey. Was ist das? Chadley. Eine Testanlage von Shinra. Hier wurde geforscht, wie sich die Förderung von Marco aufs Trinkwasser auswirkt. Und? Oh Mann. Die Forscher kamen zu dem Ergebnis, dass keine messbaren Veränderungen festzustellen seien. Wirklich? Wer es glaubt? Falls es euch beruhigt, sowohl der Wasserturm als auch alle Trinkwasserleitungen in Nibelheim wurden mit der neuesten Filtertechnologie ausgestattet. Auch bei der Auswertung anderer Datenquellen habe ich keine Anzeichen für Verschmutzung feststellen können. Es ist also wahrscheinlich, dass plötzlich nichts Schädliches im Wasser war. Ich habe dieses Wasser von klein auf getrunken. Aha. Das Wasser Verstimmung verursacht? Dann hätten wir hier den lebenden Beweis. Sehr witzig. Weiß mir tiefer. Oh Gott. Traue mich nicht, einer von euch muss klopfen. Nein, ich kann nicht verschubsen. Ja, und los. Da. Okay, habe ich verdient. Entschuldigung. Ich habe euch auch schon ein paar Mal geschubst. Ach, Mann. Das kommt davon, dass sie immer wegtrotten müssen. Ah.
Das, ich finde das so witzig. Ne? Wer ist der Schleicher? Oh Gott. Was habe ich Gorgonenschild? Kann ja Luft eingesetzt werden. Hm. So. Nein. Hat der da gespuckt? Ein paar Materie habe ich, glaube ich, umgeändert. Einige Materie war schon maximiert, habe ich halt ausgewechselt bei den Charakteren. Sind jetzt alle tot. Ist das die Protosubstanz? Warte, wir sind schon fertig. Naja, ein Teil davon. Okay, vielleicht geht er doch ein bisschen schneller als ich dachte. Sieht aus, als hätte es im Körper dieses Wesens gesteckt. Das erklärt auch, warum ich es nicht orten konnte. Möglicherweise tragen andere Ungeheuer ebenfalls Fragmente in sich. Wie finden wir die? Die Schwarzgötten. Wir könnten uns doch von den Schwarzgötten lassen. Ja, die anderen sind bedeckt, habe ich gesehen. Nach dem, was ich in Nibelheim gesehen habe, haben manche der Schwarzgurten eine Makrovergiftung. Andere wurden von Shinra für Experimente missbraucht. Und deshalb sind auch nur einige von ihnen tätowiert. Ja, aber einige sind die. Waren sie nicht mehr als eine Nummer. Sind die Omega halt nicht Dings, kaputt. Müsst ihr mal nachgucken. Cloud, nicht weit von eurem Standpunkt befinden sich noch mehr Schwarzgurten. Sie haben sich zu einer großen Gruppe zusammengeschlossen. Bitte heftet euch an ihre Fersen. Okay, das ging relativ schnell. Ich habe schon damit gerechnet, dass hier wir mit dieser Wally-Mission hier ein bisschen schwieriger wird. Okay. Schwarzgurten am Flugplatz. Na klar, ja, ich weiß, da war irgendwie so eine Tür ganz am Anfang. Kommt mir bekannt vor. Ist hier noch was? Nee, sind schon wieder weg. Nee, da sind sie. Na gut. Mal, sie kommen uns nach. Wegen der Protosubstanz, oder? Sollen sie ruhig. Hatte man eine ganze Armee von denen jetzt bauen. Okay, wo war es hier was? Na gut. Natürlich kommt hier so ein Quiz. Na, ich hoffe, ich finde die letzten fünf Dinger ja noch. Ich nehme an, da sind nur noch fünf, ne? Ich habe es ja schon gesehen. Schwarzkutten in Sicht. Wo wollen Sie denn nun schon wieder hin? Ziemlich sicher zur Protosubst. Okay, anscheinend sind Red und Yuffie hier. Die Stars. Dann nehmen wir die mit. Ah, sind die anderen auch von vorher? Na los. Warum kann ich dich direkt festhalten? Der ist irgendwie automatisch los. Na los, na los. Das ist so respektlos irgendwie. Und jetzt küsst euch. Du wirst der Anführer sein. Marco. Vielleicht. Aber ihr Geruch sagt mir, dass da noch mehr dahinter steckt. Für mich sagt der Geruch eines Menschen sehr viel über ihn aus. Dass sie ihren Eigengeruch eingebüßt haben, macht mich traurig. Und? Wie rieche ich für dich, Nanaki? Du riechst einfach wie du. Fertig. Und ich? Hey! Soll das heißen, dass ich stinke oder so?
genau, die Tür da hinten. Die haben wir schon ganz am Anfang gesehen. Na los, Leute. Nur nicht zu eilig, Leute. Ganz locker. Laufen vor uns, Juffi. Die ganze Zeit laufe ich hinter ihnen her. Schwarzkoten. Den muss doch schrecklich heiß sein. Oh ja. Ich glaube, wir haben andere Probleme. Right. Könnte man Spiegeleier braten? Wie haben sie es bloß in der Aufmachung durch die Wüste geschafft? Unglaublich. Also ein Trooper. Auf der Strecke geblieben sein. Wir haben viele von ihnen gesehen, bevor wir dich getroffen haben, Yuffie. Mir sind die in Midgar auch schon aufgefallen. Aber vorher ist mir noch nie einer begegnet. Mein Nachbar war damals der Erste. Der Gedanke hat irgendwie von denen, die wahrscheinlich hunderte rumgelaufen sind, wollen die uns was sagen? Die alle nacheinander hier abgenippelt sind, irgendwie voll merkwürdig. Es befindet sich ein Dock für U-Boote. Substanz versteckt. Wie? Und wir erledigen jetzt die Arbeit für Sie? Vom Wasser aus sollten wir uns nähern können. Mit Selenas Hilfe ist das kein Problem. Hat jemand Selena gesagt? Auch spätestens jetzt hätte man die ja holen müssen, ey. Hier wart ja, als wir die geholt haben. Hey yo, was geht, ne? Warum bist du jetzt hier einfach so rum? Kann ich auf dich reiten, wenn ich wollte? Nö. Okay. Da, Zeugs. Dann nicht. Dann nicht. Vielleicht finde ich ja hier die letzten Ballons noch, ne? Ich meine Kräuter. Für mich sind das schwebende Ballons. Mal schauen. Wahrscheinlich irgendwo unter dem Felsen, ne? Ah, guck mal hier, versteckt, so wie unter der Brücke letztens. Und hier drinne, hey, ja, es geht. Du. Kisten? Ne, oh, da so aus. Hey, was geht? Oh, ich habe mich vielleicht heilen sollen. Nein. Oh, was macht er da? Einmal heilen bitte. Überstürzt. Auf deiner Weise. Ah. Wow. Mein Gott. Nein, nicht der Angriff. Ich muss unbedingt mal die Angriffe ändern. Ich bin bereit. Nein, ich grabe gar nicht. Graviga. Ich kann nicht ausweichen, aber. Also, was hier? Klingenstrahl. Wir waren euch mal da, was wir machen müssen, oder? Ne, hier geht's noch weiter.
So, alle voll AP fast. Okay. Na, sind sie, wie sind die in der Ei gekommen? Die war wahrscheinlich gar nicht offen, ne? Also geh den Schokoofen. Boah, voll im Dunkeln am Leuchten. Wie komme ich jetzt hier hoch? Auch hier. Diese eine Wasserpfütze. Oh Mann. Nehmen wir es einfach mal an, ich kann da nicht durch die Tür. Das wäre ja nicht irgendwie hier was. U-Boot. Mhm. Oh. Wir haben ja noch nicht mal auf der Karte angezeigt oder gar nichts. Materia Ohrring, geschwächte Attacke auch noch. Manchmal so unwichtig. Ich wollte sagen, wenn du nicht wieder hier bist, ne? Ja, vielleicht geht es ja noch nicht weiter, aber hier war halt gut. In einem Geheimnis. Oh Gott. Na, wenn du vielleicht die letzten Kräuter irgendwo. Ja, was geht? Wie seid ihr alle hier hingekommen? Oh, nein. Schon wieder so welche. Oh nein. Ah, sie sind tot. Alle von denen sind tot. Oh, aber den hier. What? Ich mache mich ja um ein Schild. Okay, machen wir mal hier Plasma Entladung. Also ruhig, Red. Sag. Oh, den wollte ich gar nicht. Egal. Ein Ratschlag. So. Muss ich mal seine Sets hier. Seine Angriffe ja austauschen, die er ausgerüstet hat. Nicht übertreiben. Aber warum was ändern, was die ganze Zeit funktioniert, ne? So, komm her. Sag. Komm her, mach da einen Ratschlag. Mach da einen mächtigen Ratschlag. Ich warte dich. Dann nicht. Okay. Ah. Okay, das ist ziemlich easy im Vergleich zu letzte Protosubstanz Quest. Irgendwas verbindet die Schwarzkutten doch mit Sephiroth. Sogar
etwas sehr, sehr Starkes, oder? Sieht so aus. Meinst du? Beweisen kann ich es zwar nicht, aber ich habe so meine Gründe für diese Theorie. Wir müssen diesem Kerl schnell das Handwerk legen. Sie tun mir so leid. Also ruhig, Rufi. Entschuldigt, rufe ich ungelegen an? Ich wollte nur Bescheid geben, dass die Schwarzkunden sich wieder in Bewegung gesetzt haben. Alles klar. Wo sollen wir hin? Ich schicke dir die Koordinaten. Warum ich, ob man die Protosubstanz schon hätte früher machen können? Oder ob ich auch gestoppt wäre, irgendwie, wenn ich in der Story noch nicht so weit gewesen wäre. Ja, wir werden so knapp nicht das nächste Level erreichen. Ist wahrscheinlich hier in. Nicht in Gongaga, in Coral müssen wir da wahrscheinlich weitermachen, ne? In der Story. Schloss geöffnet. So. Wo sind die jetzt? Da, wir sind direkt hier. Na gut. Ja, ich glaube, wir werden ja doch ein bisschen schneller durchkommen. Außer da passiert noch wieder was mit Gilgamesh wieder. So, irgendwo hier so Kräuter in der Nähe noch. Wo wer? Ah, Keras zusammen. Seid ihr auch hier? Ah, ne, nicht die Viecher schon wieder. Mein Gott. Die kriegen aber euch keine Pause, Leute. Na toll. Neko, Florent. Nein, die laufen einfach weiter. Nein, sein Nix wurde abgebrochen. Aua. Komm da rein, oder? Boom. Weiß hier einfach hin, aua. Warum sind wir alle geschockt, aua. Bell wieder im Hintergrund. Ah! Ich drehe gerade vor am Rad. Sage, ist aber auch stark, ne? Den haben wir schon seit Anfang an. Mein Gott. Chatley. So, what? Sieh an. Wenn das mal nicht meine liebsten Versuchsobjekte sind. Aber das... Chadley. Oh Mann. Ja. Story. Und zwar Modell Nummer CDA6. Nein, Nummer 7, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6 und tatsächlich Nummer 7. Sag bloß, du hast unbemerkt mein Kontrollprogramm geknackt, Kleiner. Oh. Sehr schön. Zeig mir, was in deinem Köpfchen vor sich geht, Chadley. Was ist? Nichts. Alles in Ordnung. Seht mal. Die Schwarzkutten haben sich in Bewegung gesetzt.
Wir müssen ihnen folgen, um sie nicht zu verlieren. Womöglich begegnen ihnen unterwegs noch mehr von Hojos Kreaturen. Wir müssen wachsam sein und sie beschützen. Oh, müssen wir am Ende gegen Chadley kämpfen oder irgendwie so? Oh. Weiß nicht. Story-relevante Sachen, meine Güte. So. Okay. Stimmt, er wusste ja die ganze Zeit nicht, dass Chadley auf eigene Sache irgendwas macht, ne? Alles klar, kann ich ja schon mal losgehen, ohne auf euch zu warten. Hey! Ja, ich muss mich wahrscheinlich bekämpfen, ne? Oh ja, stopp. Okay. Ich glaube, wir mal irgendwie so storytechnisch irgendwas bekommen. So richtig storytechnisch. Die Schwarzkutten sind verschwunden. Vielleicht wurden sie von Ungeheuern zerfetzt. Oder sind mit ihnen verschmolzen. Einfach furchtbar. Ja, wir haben nur gerade welche gesehen. Naja, sind wir schon gewohnt, ne? Sind doch die ganze Zeit hier am Verrecken. Ob wir da sind oder nicht. Da passiert halt, ne? Um sich lang. Schwarzkutten an der Flussmündung. Ah, hier waren wir auch schon. Genau, jetzt ja, hier ist so ein Tor. Warte, bis die Schwarzkutten das hin aufgeschafft haben. Niemals. Dann trinke ich mal kurz einen Schluck, bis die hier angekommen sind. So, jetzt muss ich hier dran drehen. Ja. Okay. Also. Oh, noch. Ist rot auf rot, ja. Gott, ey. Ja, die Lemminge. So. Ach man. Red. Red hoch. Wo ist denn hier? Also, da geht's nicht runter. Ich meine, da geht's runter, aber hier geht's nicht rauf. Hier wird man nicht raufgekommen. Hier wäre man nicht raufgekommen von der Seite, wollte schon sagen. Und was ist denn dann der Sinn von dem Tor? Oh, tut mir leid, mir war nicht klar, dass ich die Mission abgebrochen habe, indem ich das gemacht habe. Hey, jo, es geht, na? Auch hier. Wir müssen aufhören, uns so zu treffen. Man kann nie wissen. Wenn ich hier aus Versehen mal Selbstzerstörung einsetzen, ne? Wo sind eure Schleicher, Kollegen? Gegen die müssen wir doch bestimmt kämpfen. So,
Da sehe ich schon, sehe ich drei Ventile. Oh mein Gott. Okay. Ja, ich sehe schon. Bringe die Dreiecksmarkierungen zusammen. Nein. Dann hier. Da muss ich ja ganz durchziehen. Was? Ah, was? Ah. Dinger bewegen sich auch mit. Na, warte mal. Okay, aber die anderen haben sich nicht bewegt, ne? Als ich den ganz rechten gedreht habe, oder? Stell sicher, dass keine Gefahr dort. Die hat sich bei den anderen auch. Ich habe gar nicht gemerkt, ob sich da was getan hat. Nee. Das ist ja dann einfach. Da steht schon einer. Ja, Leute. What? Was hat ein Ariemann? Ne, anderer Name. Na, wirksam Elektro ausgezeichnet. Mach mal hier kurz mal Gewitter Ninjutsu. Lass mal Ladung. Warte, ist ja genau perfekt. Ist ja perfekt eigentlich. Ich treffe dich nicht. Jetzt haben die beide Cloud Guide. Da. Fluch nicht, ich will doch gar nicht flüchten. Ich will denn hier flüchten, wenn ich von dem. Alter, der hat gar keinen Schaden mehr. Mein Einsatz. Was? Okay. Ganz ruhig. Muss ich das deaktivieren von dem? Glaub nicht, dass ich irgendwie so ein Dings hab. Irgendwie so eine Fähigkeit hab. Oh nein, der kommt gar nicht zu Schaden, ne? Ja, super, cool. Hallo? Ja, wie soll ich das machen? Hallo? Eine gewisse Schadenmenge und Schock habe ich mal. Viele Schaden angesehen. Steckt eigentlich zu viel Schaden ein. Wir erklären das Spiel, was viele Schaden unwirksam werden lassen. Okay. Irgendwann bist du anfällig, Elektro. Habe ich nicht. Ich mach das. Mehr geht immer. Na, Cloud hat Elektro, ne? Warte. Ja, ich sehe, wie das was bringt. Oh Gott. Rainer. Ja, ich habe gerade ein Limit eingesetzt. Warum kann ich nicht Atomisator einsetzen? Na gut. Was auch immer. Es ist tot. Ich meine. Es werden immer mehr. Warte mal, ihn kennen wir doch. Ja, genau, er. Broden? Hey, nicht doch. Broden! Das ist doch der Mann aus Keim, oder? Eine Marco-Vergiftung? Nein, er war Soldat.
werde gerufen. Ich muss gehen. Reunion. Gehen wir. Denkt ihr, dass er auch in Nibelheim war? Cloud? Oh Mann, allen geht's ja schlecht. Charlie. Langsam nur vor Schwarzkotten. So viele habe ich noch nie geortet. Sie bewegen sich in Richtung Küste. Schnell. Ihr habt sie euch alle geschnappt. Jetzt geht und holt sie. Alles klar. Gehen. Na gut. Oh, ja, ja. Schwarzkutten an der Küste. Er ist wie so eine. Also irgendwie wie so eine Fernsehserie. In der heutigen Folge von Abenteuer. Abenteuer mit den Schwarzkunden. Das ist wie Mr. Bean. Und Mr. Bean sind auch immer irgendwie die ganzen Folgen irgendwie so benannt. So Mr. Bean am Strand. Mr. Bean im, keine Ahnung, beim Einkauf oder irgendwie so. Die Schwarz. In der heutigen Folge. Die Schwarzkunden an der Küste. In der nächsten Folge. Die Schwarzkunden. Auf der Schwarzkunden Convention. Und bleibt dran bis zum Finale von die Schwarzkutten an der Rave Party. So. So, ich bin mal hingegangen, um mich zu heilen. Übrigens, ne? Jetzt gehen die MP und HP aus. Okay. So, gehen aber trotzdem schneller, als ich gedacht hätte. Dann haben wir ja noch locker Zeit für den Boss am Ende. Kräuter, Kräuter. Was machen die denn da? Wollen wohl übers Wasser. Ja, von euch schnappt sich einen von euch und trägt ihn auf den Rücken. Und in der heutigen Folge die Schwarzkotten unter Wasser. Es ist kaum noch etwas Menschliches an ihnen. Können wir ihnen nicht irgendwie helfen? Sie versuchen, auf die Insel dort drüben zu gelangen. Hä? Woher weißt du das? Hab da so ein Gefühl. Weil ich eine Schwarzkotte ins Spiel bin. Auch auf den Weg machen. Warte mal, will ich sehen. Nee, der bleibt stehen. Schade. Ich dachte, komm, geh vor, Leute. Geht nicht, schade. Oh. Ja, der wird irgendwie voll so Terminator-mäßig irgendwie so unter Wasser verlaufen. Warte mal, was? Nee, das ist die Hauptquest. Da. Die Story-Quest meine ich. Kann ich nicht da irgendwo? Lass mal. Wahrscheinlich irgendwo im Weg her sein, ne? Hm, oh, komm mal da hinten. Die Schwarzkunden am Strand. Die ultimative Strandparty. Oh mein Gott. Wäre eigentlich perfekt, da hinten ist direkt der Boss. Verfolgt die Schwarz. Ja, da habe ich einen gesehen. Er hat gerade gezeigt. Ja. So, du guckst dahin. Oh Gott.
Na, wo wollt ihr denn alle hin? Oh. Oh, die Musik kenne ich. Was tun sie? Wir haben es erledigt. Können die sich jetzt alle miteinander verbinden? In so einen riesen Schwarzkutten-Mecker. Was? Die haben ja noch viel mehr. Die haben ja gestibitzt. Da war ich noch einen Witz gemacht gerade. Sephiroth. Gilgamesh. Ein Dimensionswanderer? Erledige du ihn. Habe ich jetzt gegen Gilgamesh? Musik schon an. Zum Glück habe ich mich gerade geheilt. Aber jetzt ist nirgendwo eine Brücke. Wie kann ein Kampf auf der großen Brücke abgespielt werden, wenn hier keine Brücke ist? Fragezeichen Pose. Aber ist er runter von dem irgendwann anfällig? Nö. Jetzt erst recht. Nein. Nicht bitte, nicht noch mal. Okay, so. Oh Gott, habe ich ja jetzt aktiviert. Habe ich ja jetzt noch aktiviert? Ja. Gegen Odin bist du nichts. Was irgendwie ironisch ist, weil im Final Fantasy 8 hat Gilgamesh Odins Platz eingenommen als Beschwörung. Und ich glaube, im Final Fantasy 6 auch, ne? Da gab es auch eine Esper. Gab es auch eine Odin S-Bahn, die konnte man irgendwann durch Gilgamesh ersetzen. Also Gilgamesh wird anscheinend in vielen Final Fantasy Spielen als ein bisschen höher eingegliedert in der Nahrungskette, habe ich so ein Gefühl. Also irgendwie komisch ist. Was tot gleich. Dramatische Pose. Was hast du gerade gemacht? Ich kann keine Lage für ausreichen. Du bist gleich weg, Kollege. Also was hier? Das war den hier und dann kommt das Limit. Falls du halt überhaupt überlebst. Ne? Okay. Okay.
Ich nehme an, unsere letzte. Finde die schwarze Materia. Cloud. Wir werden unser letzter Kampf wird dann in Coral sein. Nach der einen Quest. Die wir ja immer noch machen müssen, ne? Oh Mann. Wir sind alle tot. Protosubstanz der Schwarzkutten. Ja. Beobachter der Schwarzkutten. Mir ist übrigens aufgefallen, ich habe mal bei den Trophäen geschaut. Ich habe bis jetzt nur Bronze-Trophäen. Ich habe noch keine einzige Silber- oder Gold-Trophäe bekommen. Von dem Spiel. Ich habe nur Bronze-Trophäen, irgendwie so 38 oder so. Ja, das alles? Okay. Du hast es geschafft, an eine weitere Protosubstanz zu gelangen. Ich denke, es sollte nur noch eine Frage der Zeit sein, bis wir alle beisammen haben. Ja. Nur eine, ne? Wir müssen schnell weitersuchen. Okay. Ich glaube, ich gehe nochmal nach Nibelheim, um mich zu heilen. So, währenddessen erzähle ich noch so ein bisschen Story von Gilgamesh. Gilgamesh kommt ursprünglich aus Final Fantasy 5. Da ist ja so ein kleiner, so ein Mini-Bösewicht, sag ich mal, der gehört. Ich glaube, der arbeitet für den. Ist schon ein bisschen her. Ich glaube, der arbeitete für den Hauptbösewicht, dessen Namen ich jetzt auch vergessen habe. Ich vergesse halt immer so. So ab Final Fantasy 4 und 5, da verwechsel ich immer irgendwie. Ich glaube, X-Dev hieß der irgendwie. Oder war halt Final Fantasy 4, ich weiß nicht. Jedenfalls, da war so ein kleiner Minion-Bösewicht von denen und ich glaube, da ist halt irgendwie zusammen, ich weiß nicht mehr genau, wie das nochmal passiert ist, aber da ist halt irgendwie so ein zusammengekommen, dass Gilgamesh so ein Dimensionswandler ist, der irgendwie durch verschiedene Welten reisen kann. Und das ist sozusagen die Erklärung dafür, dass Gilgamesh in so vielen Final Fantasy Spielen auftaucht. Der wandert wortwörtlich durch die Dimensionen überall. Deswegen taucht er in den ganzen anderen Spielen auch nochmal auf. In Final Fantasy 8 hat man Odin als Beschwörung und Odin war nicht so eine Beschwörung, so wie im traditionellen Sinne in dem Spiel, sondern Odin ist wortwörtlich immer nur zufällig aufgetaucht und hat irgendwie mal, wenn er Bock gehabt hat, hier irgendwie alle Gegner auf einmal erledigt. Also geht einfach so einen normalen Kampf, so da ist nicht die Kampfmusik von Final Fantasy 8, aber du läufst einfach so durch die Gegend, machst gerade einen normalen Kampf, auf einmal verschwinden deine Charaktere und Odin taucht auf und macht dann alle Gegner platt. Erstmal muss es den vorher besiegen, um den so freizuschalten, aber ja, danach hast du ihn sozusagen als zufälligen Esper freigeschaltet. Und im Final Fantasy 6 dann irgendwann kam so ein Boss, gegen den man kämpfen musste, und Odin wurde von, es handelt sich um einen ernstzunehmenden Gegner. Hier ist größte Vorsicht geboten. Ja, ich weiß, Mai. Oder May? Was, May? Oder Mai? Und keine Ahnung, man hat irgendwie in der Story gegen einen Boss gekämpft, und wenn man Odin zu diesem Zeitpunkt hatte, dann ist Odin wortwörtlich im Kampf aufgetaucht und hat versucht, den Boss zu one-shotten. Aber der Boss hat sich dann einfach so gesagt, so, ne. Und hat stattdessen Odin gewonshottet. Und danach hat man Odin nicht mehr gehabt als Beschwörung. Aber Odin wurde dann durch Gilgamesh ersetzt. Also Gilgamesh hat irgendwie die Waffe von Odin eingesammelt. Und Gilgamesh ist dann sozusagen, hat sozusagen seinen Platz eingenommen. Und hat dann den Boss am Ende des Kampfes erledigt. Und im Final Fantasy 6, da hat man, da waren Beschwörungen ein bisschen, das Spiel ging so zur Hälfte ein bisschen so um Beschwörungen. Da hat sie sehr viel mehr Beschwörungen und da waren so halt so Gegenstände, die du in Charakteren ausrüsten konntest, damit die Magie lernen. Und da hat sie auch irgendwann Odin gefunden, aber du konntest den durch Gilgamesh ersetzen lassen, wenn du irgendwas Bestimmtes nur gemacht hast.
Dann hast du Odin verloren und hast stattdessen Gilgamesch bekommen. Also irgendwie scheint Gilgamesch höher in der Rangordnung so sein als Odin, was irgendwie komisch ist, weil Odin ist halt eine Beschwörung und ein Gott und so, ne? Und Gilgamesch ist halt so ein Minion-Typ, der halt einfach nur in jedem Spiel auftaucht. Aber okay, so, währenddessen. Boah, ich liebe es, wenn die originale Bosskampfmusik anfängt zu spielen. Ja, wollen wir mal sehen, ne? Der letzte war nicht so heftig. So, 40.000. Oh, du bist auch gegen Elektro anfällig. Oh, pass mal auf dich. Ah, Ring of Fire. Da, du holst dir Gewitter in den Jutsu. Da haben wir doppelte Elektro. Aua. Oh Gott. Lass mich mal. Oh Gott, den krieg ich gar nicht. A Ring of Fire. A Ring of Fire. Warte mal, warum ist Plasma-Dings nicht aktiviert? Der hat da... Ich steig die ganze Zeit ab, oder was? Da wird gar nicht angezeigt. Abgesagen, was? Das ist auch ein Pokémon-Move. Ah. Nein, bleib ruhig. Aber was passiert gleich? Rechter Flügel, was? Kann man kaputt machen? Dann mehr doch gleich. Was passiert jetzt gleich? Oh, was zum? Jetzt fängt der auch noch mit so einem Mist an, ey. Boah. Ey, wo soll ich denn wissen, dass ich die Flügel kaputt machen muss? Oh, jetzt fängt er auch noch mit so einem One-Shot-Dingen an, ey. Können die mal aufhören damit? Ich hoffe, die machen hier nicht einen Trend draus, ey. Oh, jetzt kommt der auch mit so einem Zeug an. Okay. Das haben wir gleich. Gegner fangen jetzt ja an, nervig zu werden, habe ich so ein Gefühl, weil wir so ja am Ende des Spiels sind. Ich kann die Flügel jetzt noch nicht anvisieren. Ja. Wie hat er den Rechner Ding schon jetzt fertig? Ja. Ja, dann speichern wir mal ein paar Dinger hier auf. Was? Feuersturm. Was hat er für ein Pokémon? Okay, jetzt kommt er hier mit. Oh, nein. Kollege, ganz ruhig, lass mich irgendwas machen hier. So. Muss ich noch analysieren. So, jetzt weiß ich wenigstens, was ich hier angreifen muss. So, ich abgebrochen, ne? Ja. Nein, 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 nein. Auf Nummer sicher. Was war das hier? Entfesselte Offensive. Aber. Ich bin ein klein. Wir haben schon gegen das Gesicht. So,
Mach mal hier. Zack, zack, zack. Das ist mir an, jetzt wird er voll einfach, ne? Nein. Ganz ruhig. Mein Gott, ich habe den mit einem Schlag weggehauen. Den Flügel. Auf ihn. Nein, 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 nein. Okay. Wir haben ihn schon erledigt. Wo es dazu kam, habe ich das klar. Okay. Ich bin auch meine Siegespose, Chatley. Entschuldigung. Ah, nee, bye. Haben wir doch schon alles erledigt. So. So, ich habe gesagt, da kommt noch so eine Region, wenn dann noch ein paar Dinger fehlen. Da so, Nebelregion abgeschlossen. Dann können wir beim nächsten Mal direkt wieder weitermachen. Ne? In der Story ausgezeichnet. Wo ich zwar immer noch die Ballons hier gerne finden würde, ne? Aber da müssen wir uns wohl halt mit beglügen, da wir die vielleicht nicht finden werden, weil ich krieg dann irgendwie nur so ein Ohrring, ne? Aber hier ist aber auffällig cool. Wir nähern uns dem Ende. Alles klar. Ich frage mich nur, wo die sein könnten hier. Wird die jetzt nicht hier on screen noch suchen? Oh, eigentlich schon überall, ne? Na gut, ist auch egal. Das sind so Gegner. Was wir aber noch machen können, ist, wir können die restlichen Klamotten von Chatley kaufen. Und dann geht es beim nächsten Mal schon weiter, ausgezeichnet, ne? Finde ich cool. Ja, ich gehe falsch. Ja, aus nie bleiben wir noch raus. Dies ist eine Sondermeldung. Oh, hier sind wir dort haben. Cool, finde ich gut. Oder haben wir noch irgendwas anderes, ne? Aber ja, wir müssen ja zu diesen einen Typen gehen. Und recht behaupten, dass der heutige Shinra-Konzern hier seinen Anteil verwundert ist auch nicht. Vielen Dank für deine stets bedeutsame Unterstützung. Also interessiert mich nicht. Ja. Gehen wir MP-Absorption. So. Ja, vielleicht nur noch hier in Call. Man weiß nie, was auf einer Reise alles passieren kann. Sei also vorsichtig. Na gut. Dann beim nächsten Mal habe ich genug Punkte, um mir die Waffen irgendwie hochzuleveln. Waffenmodifikation. Sieht nicht so aus. Eris vielleicht. Immer noch 5 Punkte, habe ich gesehen. Foto am Auge gemacht, ne? Cool. Finde ich gut. Dann können wir in der Story weitermachen jetzt mal. Sehen wir mal weiter, wie es da weitergeht. So, hier ist ihr Limit, ne? Zornesmal. Heiliger Fokus. Akkumuliert Magie, um mächtige magische Angriffe zu effizienten. Während es wird unter anderem die magische Attacke erhöht. In der Kategorie Waffenfertigkeiten. Einige Charaktere haben ja schon die letzten Limit-Dinger hier freigeschaltet, oder? Ich die jemals zu Gesicht bekommen werde. Hat die kosten noch 15. Das hat auch nicht 15. Also nur 10. Okay, gibt es ja noch irgendwie was? Habe ich eine Waffe verpasst? Früher mal gelebt, oder? Mach uns bloß keine Schere rein. Bei Synthese könnte ich auch noch mal nachschauen. Hier Garmreifen, so das könnte ich alles noch holen. Sollte man echt Geld für irgendwas ausgeben. Aber im Moment geht ja alles ja, ne? Alles ist noch machbar bisher. Mein Odin war ein bisschen heftig, aber ja. Mit meiner Schießstrategie, beziehungsweise alle Charaktere in Seelenohrring zu geben, hat das schon funktioniert. Von daher
Das würde ich noch immer nicht irgendwie als herausfordernd bezeichnen, wenn man einfach nur einen Gegenstand ausrüstet und dann klappt alles problemlos. Also gut, irgendwas anderes wollte ich noch. Synthese, genau. Genau in den Patschen. Oder noch irgendwas, was ich herstellen kann. Ich habe doch gerade so ein Ding bekommen hier von dem einen Viech. Bombardung des Planeten, Chromerz. Kann ich einfach so herstellen, ne? Aber die Sachen, die ich kaufen kann, sind schon besser, ne? So, Schneckenarmreif. Ah, darum kümmern wir uns irgendwann, wenn ich mich so richtig darauf fokussieren will, ja. Die ganzen Dinger hier. Ja. Königsmontosaurus-Feder. Ein Namenszeichen für Kelias, das Blut an den Schlafwelt. Erhöht die Limitstufe beim Ich glaube, den habe ich aber schon. Egal, ich habe den noch nicht hergestellt. Kameradenohrring. Quetzerkottelkralle. Also muss ich das Viech nochmal bekämpfen. Ah, jetzt nicht. Mein Gott. Na gut, aber für heute war es das, würde ich sagen. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Ne, dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Wir müssen zu Sid und dann noch zur Gold Saucer, ne? Alles andere ist ja noch nicht so, weil wir haben noch eine Sache hier von Chatlys Dingen hier noch nicht erledigt, ne, im Kampfsimulator not hier, ne, aber ansonsten ist alles hier abgeschlossen, ne. Ich weiß, dass man hier hingehen kann. Okay. Alles klar. Dann heißt, nächstes Mal geht's weiter. Und guck mal. Freue mich schon. Freue mich, wenn die Story wieder weitergeht. Ne? Wir sind bei 95% in diesem Kapitel, habe ich gesehen. Ich bin das am Ende des Kapitels, wenn ich irgendwie das abgeschlossen habe. Na gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Das habe ich wortwörtlich gerade gesagt. Wir sehen uns dann, ne? Also haltet die Ohren steif. Ciao.